So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin Steppy, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet zu Disney Speedstorm, unserem Angezockt-Video hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, Leute, es ist soweit. Gameloft hat ein neues Spiel veröffentlicht und es kostet so um die 30 Euro in der günstigsten Version, 70 Euro in der teuersten. Und jetzt kommt der Knaller. Irgendwann ist das ganze Spiel mal kostenlos. Denn wir befinden uns hier in der Early Access von Disney Speedstorm und hier möchte man das Ganze testen. Warum wir jetzt dafür Geld bezahlen müssen, ist, weil wir einfach vorab schon Zugang haben, bis das Spiel irgendwann mal dann erscheint im Free-to-Play und wir müssen dafür Geld bezahlen. Früher war das mal alles anders, da mussten uns die Entwickler Geld bezahlen, wenn wir irgendwas testen sollten. Tja, so ändern sich die Dinge. Ja, wir gucken uns also dementsprechend Disney Speedstorm an. Ja, man könnte sagen, ein Mario Kart mit Disney-Figuren. Und vielleicht schneidet der ja mal ein bisschen besser ab als die anderen Kart-Spiele, die es ja so auf dem Markt gibt. Würde mich freuen, auf jeden Fall mal endlich mal ein Spiel auf dem PC spielen zu können, was so in etwa an Mario Kart rankommt. Aber seht selbst, wir gucken es uns an. Deswegen habe ich hier euch komplett mitgenommen ins Tutorial und alles was. So, los geht's. So, ja, wir sollen links-rechts benutzen. Okay, ja, das macht Sinn. Du rockst. Sehr schön. Ah, LT ist zum Driften. Okay. Also die Bremsetaste praktisch. Okay. Boost is ready. Okay, press. Use the skill. Ah, okay. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Oh, da sind wir auch instant auf den ersten gekommen. Hooray, nice racing. Ja, wir können es hoffentlich gleich ins Deutsch umschalten. Er ist natürlich auch Multiplayer-fähig und so weiter und so fort. Und genau das ist es, ja. Das Spiel einfach mal mit euch hier gemeinsam zocken, das könnte echt witzig werden. Ja, ich kann es verstehen. In der günstigsten Variante hast du halt, genau, Mickey. Wir haben Donald dabei. Ja, und sonst so eine Art Season Pass ist mit dabei. Den hast du aber auch in der teuersten Version. Plus, da hast du schon weitere Charaktere. Vor allem müsst ihr euch da mal ein bisschen belesen. Auf jeden Fall ist das halt, wie gesagt, aber ich kenne das halt, ne? Spiele wie von, ja, sag schon, welche waren das hier? Rocket League habe ich damals Geld für bezahlt. Hier haben wir den zweiten, ne? Und Donald, den werden wir nämlich benutzen. Ich mag Donald. So, willkommen zu Disney Speedstorm. Mickey will be your first companion. Okay. Unser erster Raser. Controller connected. Ah ja, okay. Ja, dann nehme ich Baloo. Ja. Dann nehmen wir doch Baloo. Ja, Baloo ist geil. Yeah, let's get with the beat. Zip up and on a. Ah, die Performance ist gut halt. Ja,
Sieht schon gut aus. Aber wie gesagt, auch dieses Disneyland Dreamlight Valley lief ja auch ohne Probleme. Denn wenn man es dann gepatcht hatte mit Geoproton, ich glaube, mittlerweile brauchst du das jetzt gar nicht mehr. So, schön. Was können wir denn jetzt hier machen? Ja. Ah, guck mal, hier gibt es die Options. Oder auch nicht. Lass mich da auf jeden Fall nicht rein. Jetzt so. Warte mal, Language. Guck mal, hier können wir auch Deutsch umstellen. Zustimmen. So, schauen wir mal. Was sagt denn so? Synchronisiert erstmal die Grafik. Kameras und Optik. Filmisch. 1280x720. Auflösungsskala 100. Begrenzte Bildrate. Naja, das können wir ruhig mal hier drosseln auf 60. Sparen wir nochmal ein bisschen was ein hier. Erweiterte Grafiken. Und allgemeine Qualitätsvorgaben auf automatisch. Ja, du kannst ja nicht sehen. Okay. Naja, Hauptsache es läuft, sage ich mir. So. Fahrer bearbeiten? Was können wir denn? Schwindisch Mickey. Schwill Balu. Gib mir meinen Balu. Ja, also wir auch. Null gespielt und alles was. Was? So, kompetitiven Mehrspielermodus aktivieren. Ach so, okay. Ist derzeit. Haben wir nicht. Ja, dann gibt es noch den Job. Ich glaube, der ist jetzt aber aktuell noch nicht verfügbar. Willkommen zu deiner Sammlung. Ach, die ist von Fluch der Karibik. Ah, okay. Ach nee, hier Mulan, genau. Walt Disney World. Okay, das ist jetzt wohl das jetzt alles, was jetzt hier drin ist. Dann sehen wir auch, der Goldpass, der ist noch ausgeblendet. Der existiert noch nicht. Wird aber wahrscheinlich dann kommen. Ja, sobald sie da ist. Ja, naja, dann starten wir erstmal, würde ich sagen, in ein Spiel. Lokale spielen. Rennstrecken für Anfänger. Ja, wir sind da Rennstrecken für Anfänger. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen lernen. Kapitel. Trifft Mickey Mouse. Kommen wir unter die ersten drei, kommen wir unter die ersten fünf und beende das Rennen. Boah, das sollten wir hinkriegen, oder? Mickey Mouse, at your service. Lenkunterstützung. Aha, ne, das brauche ich nicht, danke. Was können wir denn hier verbessern? Scherben holen. Ach komm, wir starten jetzt erstmal unser erstes Rennen. Hänge ich hier zu viel in den Menüs rum, weil natürlich auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Ja, wie gesagt, das könnt ihr dann halt, ich glaube, bis zu 8 Leuten online spielen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Oh, wäre das schön, mal so ein richtiges Mario Kart für den PC. So, warum er mich jetzt hier auch aus dem meinen Monitor rausgeschmissen hat, würde ich jetzt auch gerne wissen. Jetzt kriege ich da gleich nochmal No Signal. Das ist crazy. Hercules! Können wir denn hier springen? Gibt's hier irgendwie. Thank you.
Und da haben wir unser erstes Rennen beendet. Ja. Das läuft richtig gut, ey. Und damit haben wir uns die Punkte geholt. Ja, wie gesagt, es gibt halt so eine Art Story-Modus hier, den wir hier so spielen können. Zum Rennen. Los geht's. Die Piratenbucht. Weil natürlich sehen. Input. Und wenn der eine fehlt, also kommen wir unter die ersten drei. Ja, unter die ersten drei gibt's ja. Ach, Fluch der Karibik, großartig. Ich mag das mit diesen Disney-Figuren, ja. Das, ich meine, es gibt ja auch SpongeBob und hast du das nicht gesehen? Ah, das war schlecht. Boah. Ah, Mist. Hätten wir da hochgewusst. Das ist erstmal die Strecken kennenlernen auch. Boah, Alter, wie kann ich denn jetzt drunter sein? Das gibt's doch gar nicht. Ah, Mist, seid mal da diese. Boah. Ah, Mist, nein! Oh Gott, das war doch jetzt blöd, oder? Ja, war okay. Okay, wir sind trotzdem erster geworden. Perfekt, so muss das. Aber zu habe ich das Gefühl, dass wir ganz, ganz kurze Mini-Ruckler drin haben. Aber das hält sich noch im Rahmen, finde ich. Also das, ja, macht schon einiges her. So, Glückwunsch, du hast eine Belohnung freigeschaltet. Na, dann haben wir noch mit, die Belohnung. Eine Rennflagge. Mhm. Ach so, die brauchen wir. Okay. Das haben wir Level 2. Und dafür, ne? Man merkt schon so die leichten Anleihen, so, ne? So von diesen ganzen Mikrotransaktionen oder sowas, die man hier alle braucht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wie lange kann ich das halten? Ich verstehe immer nicht, warum diese Entwickler immer noch so darauf setzen, auf diese Mikrotransaktionen und dieses Kundenbindungsprogramm. Boah. What? Wie können wir denn? So, wollte gerade sagen. Oh. Fünfter. What the fuck? Ja,
Boah. Schwein. Von jetzt auf gleich einfach auf dem 8. durchgereicht, ey. Das ist witzig, tatsächlich. Ich hab nicht damit weil ich ja auch in dem Stream natürlich gefragt hatte, ne? Weil mich ja sowas auch brennend interessiert halt. Wie es halt so ausschaut, so Langzeitmotivation und sowas. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Oh. Ah, hier, siehst du, ne? Jetzt mache ich hier gerade irgendwie gefühlt gar nichts. Aber okay, perfekt, wir sind also erst da. Elisabeth. Wichtig ist natürlich, dass wir diese Punkte hier einsammeln, ne? Also, ich finde das auf jeden Fall. Einen sehr netten Eindruck. Neues Geschenk von Gameloft. Gut, du hast Belohnung erhalten. Oh, betäubendes Fest. Ne, ich muss mir jetzt nicht alles angucken. Okay. Ah, okay, jetzt können wir hier. Ranglistenspiel mitmachen. Fortschritt auf. Achso, okay. Wir müssen erstmal hier die Anfängertour beenden. Ja gut, es ist leider auch ein bisschen bis dahin. Ja, aber so viel zum ersten Anspielen von Disney Speedstorm. Das ist zum Beispiel auch so ein Titel, das man auch ordentlich im Livestream machen könnte, wie ich finde. Denn am besten natürlich noch mit euch gemeinsam. Ja, also. Falls ihr ein bisschen Bock drauf habt, so auf so einfach mal so Mario Kart auf dem PC, ich glaube, das geht schon in Ordnung. Wir versuchen natürlich, die Augen offen zu halten, damit wir das beste Angebot für euch finden. Aktuell gibt's nichts, ja, dass wir jetzt sagen könnten, dass ihr es irgendwo günstig bekommt. Da bleibt euch jetzt aktuell nur Steam. Aber sobald wir da ja, irgendwas haben oder sowas, dann informieren wir euch natürlich so schnellst wie möglich. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Neben ja hier diese Sonic Racing und SpongeBob Racing und weiß ich welche Spiele. Was sagt ihr denn jetzt zu Disney Speedstorm? So mit Disney-Figuren? Wäre das was für euch jetzt? Wäre das vielleicht tatsächlich eine Alternative zu Mario Kart? Oder sagt er eher so, na, aber nicht für Geld, sondern wenn es kostenlos ist, dann gerne? Und mit Mikrotransaktionen und so weiter. Wie gesagt, schreibt da mal gerne mal eure Meinungen, eure Gedanken. Lasst es einfach mal alles da. Mich würde das interessieren. Ich lese mir alles durch. Und ja, hoffe, ich konnte euch zeigen, dass wir das Ganze nicht auf dem Steam Deck ohne Probleme spielen konnten. Wie gesagt, so ein paar Mini-Ruckler ist noch. Aber das könnte man vielleicht noch ein bisschen feintunen hier. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ja, hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!